kleine Berühmtheit. Klar ist gut so. Würde ich gern glauben, wie. Echt. Was ist sonst so in deinem Leben los? Ah, nichts Besonderes. Ich glaube, das will sie verarschen. Ich will wissen, wie es dir so ergangen ist. Sind deppert oder was? Wie läuft der Virtudreh? In letzter Zeit was Tolles aufgenommen? Was verstehst du denn unter toll? Zählt Schmuddelkram? Das ist nicht schlecht. Ein bisschen Interesse muss ich haben. Ist das Schmuddelkram? Virtus bringt mir vor allem wichtige Informationen. Um zu sehen, wer wen wie umgebracht hat? So in die Richtung. Aber du siehst es anders. Für dich ist das Kunst. Sie wiegt ihn wie so abweisend. Warum arbeitest du ausgerechnet an Pornos? Ist doch klar. 2 Minuten Real Feel bringen einen Wochenlohn. Schon, aber ich hätte gedacht, jemanden wie dich stört diese Ausbeutung von Sexobjekten. Ausbeutung? Nicht in meinen Virtus. Meine Darsteller lieben ihren Job und deshalb sind die Leute so heiß auf sie. Echte Gefühle lassen sich nicht faken. Respekt! Hätte man von irgendwie nicht erwartet. Hatte schon seit ich klein war ein Fable für Tech. Als ich meine erste Virtu erlebt habe, dachte ich, hey, das kriege ich viel besser hin. Also habe ich's versucht und hatte Erfolg. Der Rest kam von alleine. Hätte man echt nicht erwartet. Wir haben alle Zeit der Welt. Kleine Überraschung. Was gibt's Neues bei den Morgs? Susie geht mir mächtig auf die Titten. Wie immer. Wir reden später. Nur ganz kurz aussteigen. So, einmal da. Guter Gepanzerter. Richtig und richtig. Und wir haben noch ein bisschen Schuss. Scheiße, du hast so ein Klick. Ich hab so eine Klick-Kamera. So, jetzt haben wir's. Ich tu gleich. Oder na, machen wir es kurz fertig. Nicht, dass ich gleich wieder das nächste Mal hier unterfliege. Wir sprachen gerade von, kannst du nicht die Mox an? Moin, Digi, servus, grüß dich. Alles klar, alles Paletti, wie geht's dir so? Schon zum dritten Mal heute. Schönen Dank auch. Bin nicht gerade gut mit Leuten, falls du... So, gleich mal next. Wichtig und richtig. Wie viel Platz haben wir noch? Wird schon langsam knapp. Wird schon langsam definitiv ein bisschen knapp. Ich glaube, man muss wieder, ja, da einfach mal zerlegen. Wenigstens ein bisschen, damit wir wenigstens wieder auf die 700 kommen, wäre nicht schlecht. Irgendwann werden wir das eh auch gebrauchen, das Ganze zerlegen und alles drum und dran. Irgendwann werden wir immer alles gebrauchen. Passt. Alter, die eine Waffe muss aber extrem schwer gewesen sein. Du es nicht gemerkt hast. Alles gut, ich bin übelst motiviert. Ich will die ganze Scheiße mit diesen Delikten endlich hinter mir haben und ich werde einfach durchziehen. Ich zieh heute durch wegen die scheiß Delikte. Wie bist du überhaupt zu den Mox gekommen? Ich dachte, Susie und die Mädchen könnten was in dieser Stadt verändern. Hab an sie geglaubt. Aber ihnen geht's auch nur ums Geschäft. Wieso, Digi? Ganz so schlimm ist es nicht. Ein paar Joy-Toys für ein krank oder was? Besseres Leben als vorher. Was du vorher noch erwähnt hast. Ich möchte noch was anderes ansprechen. Schieß los. Vermisst du Night City gar nicht? Dafür ist es zu früh. Ich erinnere mich noch an den Lärm, den Gestank, alles. Den Gestank? Wie lebt es sich fernab der Zivilisation? Du meinst Night City? Du solltest Oregon sehen. Das hier ist das wahre Leben. Und? Was treibst du so? Ich lasse es langsam angehen. Aber ich mache mich bald wieder an die Arbeit. Nein! Eine experimentelle Virtu-Serie. Lass uns über was anderes reden. Du warst bei dem vorigen Cyberpunk-Stream dabei und du warst beim Final Fantasy-Stream dabei. War schön von dir zu hören. Ich bin für dich da, wie Junge, normalerweise geht das nicht. Normalerweise geht das sonst nicht. Sonst habe ich eigentlich nicht dazwischen gestreamt. Normalerweise habe ich sonst dazwischen gar nicht gestreamt gehabt. Also ich habe heute 3 Streams gehabt. Der jetzt, dann der vorige Cyberpunk-Stream, der ging ja auch fast 4 Stunden. Und dann der Final Fantasy-Stream. Ah, das kann sein. Vielleicht zu wenig geschrieben und zu kurz drin. Ja, das kann schon gut möglich sein. Dass man quasi mindestens 5 oder 6 Nachrichten geschrieben haben muss oder so. Das kann echt gut möglich sein. Damit der Avatar da wenigstens gut stehen bleiben kann.
glaube, mit dem Gespräch mit der Judy bin ich, glaube ich, sogar schon fertig. Kann das sein? Aber ich bin mir, glaube ich, 100% sicher, du schaffst es wieder, Tim. Du schaffst es wieder. Da mache ich mir definitiv keine Sorge. Keine Sorgen, definitiv nicht, definitiv nicht. Du schaffst schon, du schaffst schon. Die 25er Marke gehört dir, Brudi. Mission aber abgeschlossen, wichtig und richtig. So, jetzt zeigen wir mal her, das ist aber wieder ganz andere, gell? Hä? So, da muss ich mich wieder zum verlassenen Auto wieder begeben. Ja, sicher ist es ärgerlich, weil du jetzt wieder echt brav immer regelmäßig dabei warst und alles drum und dran dann einfach gelöscht wird. Ist auch schon ein bisschen sehr arschig. Aber dann weißt du es halt dann vielleicht sogar in Zukunft. Okay, passt sicher jetzt halber lieber ein bisschen länger bleiben, beziehungsweise mehr vielleicht reinschreiben in den Chat, dass uns vielleicht umso mehr zählt. Das kann vielleicht auch relativ gut möglich sein. Ich habe halt bei sowas überhaupt keinen Einfluss. Ich kann da nichts machen. Ich kann nur vielleicht irgendwie sagen, so ja, vielleicht kann man das so und so machen. Mehr kann ich halt leider nicht dazu sagen. Aber ich freue mich immer wieder, wenn du am Start bist. Das natürlich. Also das darf man ja überhaupt nicht vergessen. Immer wieder brav am Start. Gönnt sich den Stream. Auch wenn es vielleicht nicht so sein Game ist. Einfach mehr. Dafür bin ich extrem dankbar. Oder er wartet die ganze Zeit, bis der Kuh kommt. Oder er wartet auf das morgige Gewinnspiel. Das kann auch wieder möglich sein. Weil morgen ist ja auch wieder Weihnachten, wieder Gewinnspiel. Sonntag, wieder Sonntagabend, wieder Gewinnspiel. Oh, das kann wieder was werden. Ah, das ist wieder was anderes. Aha. Aha. Okay. Besser nicht so viel drüber nachdenken. Besser nicht. Besser nicht. Hauptsache, wir haben wieder eins weniger. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Hauptsache, wir haben wieder eins weniger. So, 1,7. Oh, das, wo ist jetzt? Wie soll ich jetzt fahren? Einmal links, einmal rechts. Egal, Hauptsache Vollgas. Ist aber vielleicht eh gut, wenn wir den Weg nehmen, weil den anderen, den haben wir ja schon gemacht. Weil da könnte es ja vielleicht wieder möglich sein, dass wir auf diesem Weg wieder etwas finden werden. Okay, wieder gefährlich. Jawohl. Darf nicht einmal mehr durch die Gegend fahren, alles ist gefährlich. Bis deppert, wenn ich mir das anschaue, oder? 6 Kilometer, weißt du, wie lange du da fährst, oder? Da fährst du dumm und deppert. Ich traue mich gar nicht auf der Strecke was zu trinken. Ich traue mich gar nicht. Weil ich weiß ganz genau, der Arme nicht gescheit gefahren, Alter. Und der fliegt schon wieder, der Haberer. Das ist ein Wahnsinn, Alter. Das Fahrzeug ist echt schlimm in den Badlands. Hauptsache. Sicher ist sicher. Gibt es da irgendeine Markierung oder irgendwas? Na, nix. Man kann ja nicht so sicher sein. Verdächtiger Hase. Weil wieso sollte man da Autos kaufen können? Schnellreisepunkt. Uli, wo bist du? Würde ich jetzt aber auch beinahe mal ganz kurz nach links fahren. Auch wenn wir sogar schon zufälligerweise schon mal dort waren. Ich glaube, wir waren eh. Ja, wir waren eh schon da. Aber finde ich interessant, dass man das jetzt angezeigt hat. Das ist wichtig. Trophäe. Ganz, ganz wichtig, Leute. Ganz, ganz wichtig. Scheiß mir ein bisschen auf und hat ein Trophäe. Na, aber hallo. Ja, voll, wir müssen dann telefonieren. Nach der Judy dann. Judy war die Letzte, die das mal angetroffen hat. Bam, 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 da, nächster, jo, mach wieder auf den Flash, super, Cyberwehrzerstörung und lutscht deine Eier.
Perfekt, Alter. Muss ich nicht da so deppert herumtun mit den Zügen und alles, damit da kann scheiße gehen. Alter, das kann definitiv scheiße gehen. So, letzte war Judy. Next. Bin gespannt, ob derjenige abhebt. Schaut schlecht aus. Schaut sehr, sehr schlecht aus. Na gut, next. Wenn einmal überhaupt jemand abheben würde. Ah, scheiße. Da, warte, da jetzt. Hey. Carol? Er hebt ab. Oh. Weißt du was? Unser kleiner Ausflug in die Anarchie hat mir gefallen. Einmal kurz gleich mal bestätigen. Einmal. Apropos Anarchie, wie bist du eigentlich zu all dem, naja... Du willst wissen, warum ich mache, was ich mache. Ja, warum? Hat sich einfach so ergeben. Kam nach Night City, hatte meinen ersten Job, dann noch einen und so weiter. Und vor Night City? Wo warst du da? Bei Nomaden, Bäckerfamilie. Aber es war einmal. Jetzt arbeite ich allein. Deshalb haben wir die Kopf so schnell abgeschüttelt. Ihr Nomaden habt das im Blut. Ihr seid eins mit eurem Fahrzeug, hm? Oh, Klischees, Carrie. Wie viele Nomaden kennst du denn außer mir? Hey, langsam. Ich hatte mal eine Nomaden-BD-Phase. Scheiß wilde Fahrt. Oh, und einmal war ein Stunt-Guy für das Born Stupid-Video da. Der war auch ein Nomade. Dachte ich's mir. Muss los. Ciao. Sicherheitshalber mache ich. Das ging jetzt aber schnell mehr. Bis deppert. Da war ich jetzt aber schon ein bisschen überrascht. Da war ich jetzt aber schon ein bisschen sehr überrascht. Das ging echt schnell mehr. Okay, hi! Schieß los. Hat sich einfach so ergeben. Kam nach Night City. Hatte meinen ersten Job. Dann noch einen. Und so weiter. Bei Nomaden. Bäckerfamilie. Aber das war einmal. Jetzt arbeite ich allein. Ja, weil sonst keiner mit dir zusammenarbeiten möchte. Für den ersten. Oh, Klischees, Carrie. Wie viele Nomaden kennst du denn außer mir? Warte mal. Jetzt ist auch ich muss weg. Jo, also. Jetzt habe ich definitiv das zweite Sternchen am Start. Juhu. Jetzt können wir reden. Los. Hat sich einfach so ergeben. Kam nach Night City. War ein bisschen schneller. Ja. Ich bin schon wieder fast 2 Mille oder was ist mit mir los? Wäre aber besser, wenn wir vielleicht sogar links fahren, damit wir gesehen haben, das ein oder andere. Mhm. Hatte meinen ersten Job, dann noch einen und so weiter. Das nenne ich entkommen von der Polizei. Wir reden später weiter. Ja, warte mal ein bisschen kurz. Ja, mit dem Fahrzeug aber auch noch, gell? Ui, ui, das kann wieder was werden. Oh, das. Und auch noch in den Badlands. Jesus. Hoppa. Okay, was meintest du? Hey, moin Digi, servus. Kam nach Night City, hatte meinen ersten Job, dann noch einen und so weiter. Bei Nomaden, Bäckerfamilie. Aber das war einmal. Jetzt arbeite ich allein. Oh, Klischees, Carrie. Wie viele Nomaden kennst du denn außer mir? Viel zu viel Polizei. Haben wir es dann endlich mit der Polizei oder ich frage nur für einen Freund? Dachte ich's mir. Gedrückt. Ich hab grad nichts gedrückt. Was ist mit dem neuen Album? Geht's voran? Mhm. Ich nenne es vielleicht Carrie Eurodyne. Symbolisch, weißt du. Eine Wiedergeburt. Bei den neuen Tracks fühle ich mich wie in einem Wachsfigurenkabinett. Als würde ich alte Versionen von mir betrachten. Bisschen schräg, aber trotzdem verdammt geil. Darf ich mal reinhören? Noch nicht. Hat noch zu viele Ecken und Kanten. Aber
aber es wird langsam. Keine Ahnung, was mit dem scheiß verfickten Fahrzeug los ist. Wie läuft's mit Ascracks? Geht's voran? Ja, haben wir gerade ein Demo zum Anhören geschickt. Weißt du, das wird nie meine Welt sein. Aber ich trage gern etwas Blut und Chrom zu ihrem Fake-Pop-Zuckerscheiß bei. Fake-Pop? Kovacek. Ist er schon in die Del Coronado Bay gesprungen? Ah, wird er noch. Mit dem Wichser bin ich fertig. Ich kündige den Vertrag und wisch mir damit den Arsch ab. Selbst wenn mich das ein paar Eddies kostet. Ich kann gerade nicht reden. Passt, wir können weiterreden, Carrie. Sehr gut, lass es dir schmecken, Lee. Lass es dir schmecken. Hol dir dein Pausengeld. Der braucht immer so lange zum Antworten. Was ist mit ihm? Alter, nicht schon wieder. Das gibt's ja nicht. Los, mit dir jetzt einmal endlich in Ruhe. Alter, jetzt bin ich eh schon der Polizei endlich. Wecker, davon kommen noch alles, da wir dann jetzt wollen wir noch immer aufs Arschloch gehen. Passt, ganz geil weitergehen, ganz geil zum nächsten gehen, drauf geschießen. Das gibt's ja nicht. Ach, die muss so lang zum Antworten. Hey, worüber hatten wir geredet? Wie geht's Kovacek? Ist er schon in die Del Coronado Bay gesprungen? Braucht ihr Urlaub zum Antworten? Was ist mit ihm? Das höre ich gern. Okay. Hey, ich wette, du kommst nicht drauf, wer neuerdings Geheimagent bei der FIA geworden ist. Ha, nicht dein Ernst, Lee. Warte mal kurz. Es geht ja nicht um meine Steuerprobleme, oder? Hast du von dem Space Force One Abschluss? Ich warte lieber diesmal. Rosalind Myers war an Bord. Eine FIA-Agentin und ich haben sie gerettet. Ah, ich krieg immer so ein Kribbeln in den Eiern, wenn jemand mich anlügt. Gerade habe ich's nicht. Du warst also in Dogtown und willst mir sagen, das Flugzeug kam zufällig vorbei? So ähnlich, ja. Die Kurzfassung. Myers ist jetzt in Sicherheit und ich habe ein paar neue Chums. Und eine Menge Probleme on top dazu, oder? Sorry, ich muss echt los. Wir machen später weiter, Kerli. Ja, ist besser, weil der braucht man zwar. Der braucht man definitiv ein bisschen Dezenz lang. Oh, guter Panzerhaberer. Bist du eppert? Der hat eine schöne Panzerung gehabt, der Hund. Der hat eine gute Panzerung gehabt. Der hat mir getaugt. Der hat mir definitiv getaugt. So, ein Kandidat noch und tschüss, Papa. Oh, ja, du hättest dann den Kopf herzeigt, du Fuitrottel. Du zeigst mir einfach den Kopf her, wie kann man das so... ...eppert sein? Ja, komm her und tschüss. Ja! Eine Trophäe weniger. Okay, ein was Bezirk meinst du? Weniger, nur noch zwei Bezirke, nur noch zwei Bezirke. Und eine Menge Probleme on top dazu, oder? Hey, auf wen würdest du setzen? Die Präsidentin der NU... Ihre Entscheidung. Ich meine, du bist weltbekannt, hast massig Fans und sie hat Atombomben. Lass uns ein andermal reden, Carrie. Ich freue mich drauf. Pass auf dich auf. Bis später. Aber auch mal wieder schön mit ihm zu reden, finde ich. Irgendwie hat man taugt. Hat man definitiv taugt. So, dann haben wir das mit Carrie auch erledigt. Next. Warte mal ganz kurz. Warte. Das kann man jetzt nicht geben. Hebt einmal nicht ab. Gut zu wissen. Next. So, wer ist der Nächste auf der Liste? Mama Wells. Ui. Ich mach das fix wieder zusammen. Irgendwas Interessantes in der Gegend los? Was Interessantes? Ihr? Ihr ist nicht. Ich tu mir nur ganz. Oh. Ah. Jo. Mei. Passt weiter. Einmal nur Karte noch ganz kurz markieren. Wo geht's als nächstes hin?
Ja, eh, gleich das, gleich instant, gleich das, ja, passt sehr gut. Nichts los. Darum schließen die Kids sich den Gangs an. Deine Jobs, deine Zukunft. Und wo enden sie? Unter Gittern oder unter der Erde. Diese Gegend ist vor Jahren gestorben. Wie fühlst du dich? Wie eine Mutter, die ihren Sohn verloren hat. Themenwechsel. Ich hätte nicht. Es ist nur, als ich ihn an dem Tag gesehen habe, in dieser Limo blutverschmiert. Weißt du, was ich ihm sagen wollte? Der Mediste in un problema gordo, Jackie Wells. Als wäre er wieder 14, gerade von einer Prügelei mit anderen Kindern zurückgekommen. Als hätte... Sicher bin ich vor dem Beschützen. Mehr Reise. Was ich schon immer kommen sah. Es ist okay, Mama Wells. Ich kann jetzt nicht darüber sprechen. Okay? Hast du dann doch noch mit Misty geredet? Hab sie zum Essen eingeladen. Wie du meintest. Na, immerhin. Und? Sie ist so dürr. Ich weiß, wie sie aussieht. Danach habe ich nicht gefragt. Sie ist ein bisschen exzentriker. Glaubt, mein Haus wäre auf einem natürlichen Energiepunkt gebaut. Wie auch immer. Aber ich glaube, ich weiß, warum, Jackie. Sie ist ein nettes Mädchen. Wir haben Nummern ausgetauscht. Na schau, na immerhin. Ich muss los. Passt, dann haben wir das mit Jackie Wells Mom erledigt. So, und wie viel haben wir überhaupt noch auf der... Ja, noch mehr ist genug, Alter. Es ist genug Leute zum Anrufen. Die Hälfte davon hebt nicht einmal an. Nein, mal die Hälfte davon, Alter. Ich sag's euch, nein, mal die Hälfte, Alter. Schon ein bisschen arg. Bleibt ihr noch länger in Kalifornien? Wir brauchen die Jobs, besonders die lukrativen. Davon gibt's nirgends so viele wie in Night City. Leider läuft das Geschäft hier auch so, dass man früher oder später irgendwem auf die Füße tritt. Also, mal sehen, was kommt. Du, Panam und der Cowboy. Klingt nach einer interessanten Geschichte. Ist keine Geschichte. Drei aber was? Eine weitere Episode aus der Reihe abgefuckte Dinge, die Leuten auf der Straße so passieren. Hallo. Ah, ja. Abgefuckte Dinge. Mhm. Ist sogar auch einfach plötzlich ich bin in meiner alten eine Grundstelle, oder was? Von San Francisco nach Kansas gebracht. So nennen wir die Besitzer dieser großen Synth-Fleischfarm. In Kansas gibt's die zuhauf. Aber Panam hatte noch nie eine gesehen. Wir kommen. Was los? Ciao. Alter, schon wieder Flash? Hey, kriegst deine Pappen wie ein Flash. Ui, da gibt's ja noch ein paar Kandidaten. Wie nett. Nur noch da kommt bis einer Dreierpartie. Okay. Und tschüss. Ich sollte eigentlich quasi schon mittlerweile das einmal ausnutzen. Das eine Item, was ich habe. Mit Panzermunition und alles drum und dran. Sollte ich vielleicht einmal wirklich machen. Zeig mir nur ganz kurz her. Wir könnten ja das eine herstellen. Mich würde es echt interessieren. Items herstellen. Wo war das? Okay, das. Ja, das passt eben mit dem Mods, gell? Mhm. Verschießt Explosionsmunition. Dieser Mod kann entfernt werden. Sie wird außerdem automatisch entfernt, wenn die dazugehörige Waffe zerlegt, verkauft oder fallen gelassen wird. Explosionsmunition ermöglicht das Laden der Waffe auf 200% Kapazität. Schauen Sie auf Quick Hack. Gesundheit hat jeder Treffer auf seinen Kopf oder seinen Gliedmaß eine Chance. Ja, machen wir Explosionsmunition. Ja, Moment. Schauen wir uns das einmal. Ja, schauen wir